Alle reden von Make.com, Automationen. Aber was davon können wir wirklich nutzen? Make, was ist das? Make ist ein Tool, das du kostenlos in der Basisversion verwenden kannst, um Szenarien, kleine Automationen zu machen, die dein Leben vereinfachen, dein Businessleben, aber auch von mir aus Privatleben. Okay, hier ein Beispiel. Wenn jemand auf meiner Website ein Erstgespräch bucht, dann passiert das in meinem Fall mit dem Tool Acuity. Und Make verbindet verschiedene Tools miteinander, um da wirklich starke Automationen zu machen. Make nimmt jetzt also, schaut, wird ein neues Gespräch gebucht? Wenn ja, geht die Sache los. Dann werden die Details dieses Termins rausgeholt. Dann wird noch gefiltert, ob das wirklich ein Erstgespräch ist oder ein sonstiges Gespräch. OpenAI, das heißt ChatGPT, schaut sich das Ganze an und macht sich jetzt Gedanken zu diesem Erstgespräch. Schaut die Fragen oder die Antworten an, die diese Person ausgefüllt hat, und bereitet das auf und sendet mir schlussendlich dann eine E-Mail mit der Vorbereitung für dieses Gespräch. Okay, das ist das Grundprinzip, was Make ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, was kannst du nutzen? Und dazu, du kannst mit dem Link unter diesem Video Make finden und dich dort anmelden, auch mit dem kostenlosen Account. Und was wir hier haben, sind Templates. Das sind ganz viele solche kleine Automationen, die du direkt übernehmen kannst und verwenden kannst. Also auch noch sortiert, wenn ich das richtig sehe, nach der Anzahl Nutzungen. Das heißt, die ersten hier sind die meistgenutzten. Und da schauen wir jetzt einfach beispielhaft ein paar an. Okay, ein Beispiel hier, wenn du Facebook Lead Ads im Einsatz hast, dann werden E-Mail-Adressen und Kontaktangaben gesammelt von möglichen Kunden von dir. Und was machst du jetzt damit? Du kannst sie in ein CRM verbinden oder jetzt mit dieser Automation kannst du eine simple Google-Liste führen mit diesen Personen. Ziemlich simpel, oft genutzt. Oder hier, Google Sheets, du hast ein Spreadsheet in Google und willst daraus mit künstlicher Intelligenz irgendwas produzieren und dann wieder ein Resultat speichern in Google Sheets. Klicken wir hier mal rein. Es wartet auf neue Zeilen in deinem Google Sheet, macht hier dann einen Prompt und updatet dann die gleiche Zeile in deinem Google Sheet mit dem Resultat aus diesem Prompt. Natürlich müsste man hier jetzt so anpassen, dass es zu dir passt. In diesem Fall ist es ein simpler Prompt, ganz einer der kleinsten Prompts, die möglich sind. Was sind 5 wirksame Suchbegriffe für Google-Optimierung, die uns helfen könnten, wenn wir einen Artikel schreiben über Thema, das Thema, das du eingegeben hast in der ersten Zeile. Okay, und dann schreibt diese Automation dann in die gleiche Spreadsheet, dann in Wert B, also in der zweiten Spalte, diese 5 Keywords rein. Okay, sehr simpel, sehr einfach zu machen, kann nützlich sein, oder? Notion. Man sieht auch hier, man kann Abzweiger machen und mit einem Input in deinem Notion zum Beispiel dann 3 verschiedene Termine erstellen. Da jetzt verwenden recht viele Leute neue E-Mails, die bei dir eingehen, als Zeilen in einem Google Sheet. Frag mich nicht. Weißt du, warum man das nutzen wollen würde? Hier ein interessanter Automate Posting from Blog to Social Media with ChatGPT. Also du schreibst einen Artikel in deinem Blog und was musst du jetzt tun? Natürlich auf Social Media verbreiten. Schauen wir da mal rein. Also du hast in WordPress einen Artikel geschrieben, dann sendet
diese Automation den Artikel zu ChatGPT, Textparser, das verarbeitet jetzt den Inhalt. Dann wird hier verzweigt. Zuerst mal geht ein Tweet los. Hier kommt nochmal ChatGPT zum Einsatz für den LinkedIn-Post. Da kannst du natürlich den Prompt schön anpassen, dass es optimale LinkedIn-Posts macht und dann auch noch ein Vorschaubild holt und in einem LinkedIn-Post veröffentlicht. Und dasselbe dann auch für Facebook-Pages. Du könntest hier auch Instagram hinzufügen und. Also das Bild holen aus dem Blogartikel, daraus einen Instagram-Post machen mit einem kleinen, von ChatGPT zum Beispiel, zusammengefassten Text. Das könnte recht nützlich sein. Du siehst ungefähr, um was es hier geht und kannst natürlich selbst jetzt all die anderen Beispiele hier durchgehen. Zum Beispiel, wenn du dich fragst, wie könnte ich in meinem Unternehmen ChatGPT oder andere künstliche Intelligenz-Tools ganz konkret einsetzen, dann gehst du hier oben in die Suche und Open AI, gefiltert nach Open AI. Und jetzt siehst du die beliebtesten Automationen mit Open AI. Zum Beispiel, wenn du Slack verwendest, summarize emails with Gmail and Open AI and send it on Slack. Also kommt irgendeine E-Mail rein, vielleicht willst du filtern, nur Kundenanfragen kommen rein, werden zusammengefasst und in einem Slack-Kanal veröffentlicht für dein Team. Why not? Shopify. Generate high converting descriptions for Shopify products, wenn du ein Shopify Webstore hast. Wieso nicht? Und ich lasse dich da selbst weiter stöbern. Wenn du so die ersten Schritte mitschauen willst, wie man da startet mit einer solchen Automation, dann schau das Video, das ich hier einblende. Und da gehe ich wirklich Schritt für Schritt durch einen solchen Workflow hindurch. Kannst du jetzt klicken. In der Zwischenzeit auch abonnieren, diesen Kanal, wenn dir solche Inhalte gefallen. Ich warte jetzt ein bisschen, bis du geklickt hast. Und in dem Sinn, schönen Tag wünsche ich dir. Ciao.